Ich lese European Union Law von Oxford University Press. Das ist dieses Buch hier. Ich versuche das vorzulesen und dann zu übersetzen. Ich bin im ersten Kapitel, Introduction, One Introduction, Part One Introduction, und mache das paragraphenweise. Ich bin im ersten Teil des ersten Kapitels, Introduction, im 1, 2, 3, 4, 5 Paragraphen angekommen, und damit endet das Ganze. Das Ganze soll den zeitlichen Rahmen von einer Viertelstunde nicht, in Dreiviertelstunde nicht überschreiten. Deshalb stelle ich die Eieruhr. So. Und als erstes, der Podcast heißt nicht European Union Law, und ich bin mit dem Titel dieses Buches nicht einverstanden. Es gibt kein European Union Law, es gibt Verordnungen, Richtlinien. Das sind die Mittel, mit denen die Europäische Union arbeitet. Es sind ganz bestimmt keine Gesetze. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich dieses Buch in die Hand nehme, und ich werde wahrscheinlich nicht müde werden, darauf hinzuweisen. So. Indeed, the EU itself is a legal construct ist schon falsch als erster Satz. Das heißt, indeed, the EU itself is a legal construct. It was born out of treaties, and its subsequent development has been marked by successive treaty amendments. Da steht jetzt was Richtiges. It was born out of treaties, and its subsequent development has been marked by successive treaty amendments. Das sind die richtigen Ausdrücke, die man da verwenden sollte. Nicht so eine Scheiße wie EU Law oder European Union Law. One of the earliest major research projects on the EU described the process as integration through law. And the Court of Justice, the Supreme Court of the EU, has been in the engine room of that process. Of course, law and politics go hand in hand, and no lawyer would deny the important role played by politicians in both driving forward and shaping the development of the EU, particularly faced with seismic geopolitical forces, the fall of the Berlin Wall, 9/11, and the sovereign debt crisis. Although the hegemony of law may have waned over recent years, as problems have arisen which are not immediately amenable to legal resolution, law remains central to the EU project, and it is the law set in this broader political context which is the subject matter of this book. Und jetzt kriege ich nur noch das Kotzen. So. Indeed, the EU itself is a legal construct. Und auf Deutsch würde man sagen, die EU ist eine öffentlich bestellte Körperschaft. So kann man sich das vorstellen. It was born out of treaties, and its subsequent development has been marked by successive treaty amendments, treaty dann groß. Es ist aus Staatsverträgen, oder sie ist, die öffentliche Körperschaft EU, sie ist aus Staatsverträgen herausgeboren, und die daraus folgende Entwicklung ist durch Vertragsanhänge, Vertragszusätze, Treaty Amendments, ich kann es auch nachschlagen, bestimmt worden. Soweit bin ich noch zufrieden mit dem, was da steht. Ich gucke mal gerade nach, was das heißt. Amendment, noun, small change or improvement that is made to a law or a document, the process of changing a law or documents to introduce, propose, table an amendment,
Parliament passed the bill without further amendments. Okay, dann sind das keine Vertragsänderungen, sondern Anhänge, sondern Vertragsänderungen. Gut, dass ich das nachgeguckt habe. She made several minor amendments to her essay. Kleine Änderungen. The 19th Amendment gave women the right to vote. Das ist jetzt mit Blick auf die US-Verfassung. Gut. Gut, dass ich nachgeguckt habe. So. Ich weiß auch nicht anders. So. One of the earliest major research project on the EU described the process as integration through law. Und jetzt habe ich die Schnauze voll, denn hier steht oben, dass es Treaties waren, Staatsverträge und Änderungen dieser Staatsverträge. Und jetzt weiß ich nicht, warum irgendein Arschloch hingeht und das Ganze Integration through law nennt. Und hier steht, dass das Buch auch in Deutschland verlegt worden ist, 1985. Und den Rest will ich gar nicht übersetzen, weil ich einfach nur noch das Kotzen kriege, wenn solche Terme so aufgenommen werden. Es ist einfach nur falsch, irreführend und zeigt, dass man sich an das, was aus der EU kommt, nicht halten muss, wenn das so genannt wird. Ich habe von sowas die Schnauze voll. Ich glaube, dass die Idee von Nationalstaaten wichtig ist, und man beschädigt damit das Staatengebilde Europas. Da kommt nur Scheiße bei rum, wenn man das so nennt. Ich halte die Staatsverträge für wichtig. Ich finde, die Idee hat zu Frieden in Europa geführt, die dahinter steht. Und es war eine sehr marktwirtschaftliche Idee. Das wird in diesem Buch auch aufgezeigt. Soweit habe ich da schon reingeguckt. Aber das ganze European Union Law zu nennen, ist so dermaßen schlimm in meinen Augen. Es tritt Gewaltenteilung mit Füßen, die sehr, sehr wichtig ist und eine sehr, sehr wichtige moderne zivilisatorische Errungenschaft ist. Und deshalb habe ich überhaupt keinen Bock mehr, das vorzulesen. Und es hat sehr viel mit dem zu tun, was hier Sovereign Debt Crisis genannt wird. Das Buch kommt nämlich aus Großbritannien. In Großbritannien wird das Parlament nicht eröffnet und das schon seit längerer Zeit, und davor ist es auch nur unregelmäßig geschehen. Und dann kommt so eine Scheiße dabei rum. Dann werden da solche Bücher verlegt. So, im Grunde genommen könnte ich jetzt schon wieder aufhören. Ohne weitere Kommentare lese ich aber jetzt den zweiten Teil des ersten Kapitels Introduction vor. Und dann reicht es für heute. Chapter 1, Introduction to the Development of EU Law. Der Terminus ist zum Kotzen. Und zeigt einfach nur, wie Schwachsinn sich in Europa ausbreitet. In the early days, the EU focused upon economic integration, the free movements of goods, persons, capital and services. Collectively known as the Four Freedoms, along with competition law. Da kommt schon wieder so ein Ausdruck, wo ich das Kotzen kriege. And control of government support to industries, known as state aid. The basic idea was simple but fundamental. Due to closer trade, ties state would become dependent on each other and thus the imperative to go to war would be reduced. However, the material scope, that is to say the subject of matter of EU law, has been widened beyond these issues for many years. For example, the original treaty establishing what was then the European Economic Community and brackets EEC already made some reference to social policy, but due to concerns about the impact of economic integration upon social standards,
The EU has since developed a significant body of law in this area. Owing to growing concern about environmental protection and consumer protection, including the possible impact of economic integration upon national environment and consumer law, the EU has also developed law in these areas too. Even an area of law which in principle the EU largely leaves to the member states to regulate healthcare is significantly affected by the economic integration process. This is the spillover effect which Jean Monnet, one of the founding fathers of the EU project, hoped would occur once the process of integration had started. Ich mach mal grad hier mein Zeichen weg. As the theory of neo-functionalism describes it, integration in one sector necessitates integration in another sector to ensure that the advantage of integration in the first sector is maximized. So member states could legitimately obstruct the free movement of goods due to concern about consumer protection or the environment. Und an der Stelle kriege ich auch schon wieder das Kotzen, weil die wichtige Idee von Nationalstaaten mit Füßen getreten wird. Und was Neofunctionalism ist und warum das, also was das ist, weiß ich, aber warum das so sein muss und warum man da Effekte maximieren muss, die dazu führen, dass kein Schwein mehr weiß, wer für was verantwortlich ist und jeder auf den anderen zeigen kann und dann nur noch Scheiße passiert, verstehe ich nicht. Das, was hier am Anfang The Four Freedoms genannt wird, hat wirklich zu Frieden und Wohlstand in Europa geführt. Und diesen, gerade diesen Frieden und dieses bilaterale Verhandeln finde ich sehr gut. Aber das, was hier steht, sorgt bei mir nur noch für Brechreiz. This necessitates harmonization in these sectors in order to facilitate free movement of goods. Und dann kommt wieder hier, ihr kriegt dafür Plastikspielzeug. Und jetzt, boah, ich krieg jetzt schon wieder das Kotzen. Vor allem, wenn ich mir dann angucke, wie darüber geredet wird. Taking this one stage further, if exporters of goods within the EU are really to benefit from the economies of scale offered by the single market, then they need to enjoy the certainty offered by having a single currency. It was the biggest step of all that was launched by the Maastricht Treaty in 1992, which set out a framework for the EU to create an economic and monetary union, in brackets EMU. The majority of member states now share a single currency. And in connection with this, the EU coordinates member states' fiscal and economic policies. The intensity of this coordination has strengthened since the single currency project began to face increasing difficulties in light of the economic crisis beginning in 2008, and it became necessary for some member states to bail out other member states in order for the currency to survive. Discussions are now underway for ever closer integration of member states, economic policies and greater political controls of those policies by the EU institutions, at least in the case of Eurozone states. The centripetal forces to play point to ever greater centralization at the very time when citizens in a number of countries are calling for a repatriation of power to the member states.
Das sind so Sätze, da kriege ich auch nur das Kotzen. Kein EU-Staat hat außer in Währungsfragen Souveränität abgegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es hat auch nicht funktioniert. Es gibt auch keine europäischen Streitkräfte und keine zentrale europäische Diplomatie. Es gibt einen Kommissar, gibt es dazu, der kann sich äußern in der Absprache mit Regierungen. Aber ich weiß nicht, wo da außer in der Währungspolitik was an Macht von den Nationalstaaten abgegeben worden ist. Das darf auch nicht sein. Ansonsten sorgt man wirklich nur für Unfrieden. Und Regierung findet von der EU-Seite so dermaßen nicht statt und das darf auch nicht sein, das kann man sich gar nicht vorstellen. This tension between the needs of effective governance of the European project while respecting state autonomy and diversity at national levels has tormented the EU since its inception. For some, this tension is creative and leads to better solutions in the longer term, preventing the EU from overreaching itself. For others, it has handicapped the EU and its ability to respond to the crisis. The German refusal to agree to Eurobonds, in brackets the joint pooling of some of all the Eurozone states' government debt, brackets closed, widely seen as important pillar in resolving the crisis, is a case in point. Wie gesagt, außer in Währungsfragen wurde keine Souveränität abgegeben. So. Die Schulden sollten aber den einzelnen Nationalstaaten zugeordnet bleiben. An der Stelle bin ich raus. Ich weiß nicht, ob das mit dem Eurobonds ein gutes Instrument gewesen wäre oder nicht. Da bin ich zu doof zu. Da muss man andere fragen. Wie. Leute, ich sage immer, das sind Leute mit Überblick, die sich sowas ausdenken. The German refusal, wholly comprehensible in terms of domestic politics, shows that neo-functionalism is too simplistic a theory to describe the complex interaction in the EU. Neo-functionalism ist keine Theorie, neo-functionalism ist dummes Gelaber. Ich krieg wirklich nee. Governments, particularly in Germany and France, continue to call the shot when it really matters, and this governmentalism is reflected in the role of the European Council, now one of the most important EU institutions. Das ist nicht die eine der wichtigsten EU-Institutionen, das ist der Machtapparat, in dem in Staatsverträgen die EU ausgehandelt wird. Dieses britische Relativieren an Stellen, wo es vollkommen unangebracht ist, kann einen auch nur ankotzen. So, ich kriege wirklich die Krise bei solchen Büchern. The EU has also become a major forum of integration as regards issues which at first sight are non-economic. While the EU always had a common policy on trade with thirds, that is to say non-EU countries, known as the common commercial policy, and many of its international policies have a significant external dimension, and brackets, for example, EU environment policy, brackets closed, an der Stelle, Es wird hier über Autos und Schadstoffgrenzen und diskutiert. Das sind aber alles keine, das sind Staatsverträge. Das hat auch nichts mit Regieren zu tun, was an der Stelle die EU macht. Die überwacht Staatsverträge und nee. Es gibt auch noch eine WTO, World Trade Organization. Ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich mir angucke, wie das kommuniziert wird, gerade in deutschen Medien. Ich verstehe da
alles nicht und alles klingt für mich einfach nur wie Bullshit, was da öffentlich gesagt wird. The EU has also taken steps towards creating a common foreign and security policy, including defense issues. Da gibt es Sachen, was in Deutschland und Frankreich manchmal genannt wird, ist die deutsch-französische Brigade zum Beispiel. Es gibt auch eine deutsch-polnische Brigade. Das sind aber alles Sachen, mit denen die EU nichts zu tun hat. Das ist Sachen zwischen souveränen Staaten und den Staatsverträgen geregelt und ich weiß nicht, was dazu. In addition, the EU has increasingly addressed issues within the scope of justice and home affairs. Matters traditionally seen as lying at the heart of national sovereignty, in particular criminal laws and immigration and asylum matters. Ja. Das EU-Parlament hat sich dem zugewandt, es geht sie aber nichts an. Und an der Stelle kann man auch einfach nur sagen, lasst eure Finger davon, ihr habt nicht mal eine Tasse im Schrank. In practice, even these issues have important links with economic integration since the abolition of border controls between most member states has meant that it is easier for alleged criminals to flee from one member state to another and harder to apply a purely national policy and harder to apply a purely national policy on asylum and immigration. Along with this widening of the material scope of EU laws, the EU's territorial scope has widened greatly too, with its membership expanding from 6 to 28 member states. The ever-growing impact of EU law has also been accelerated by the very nature of EU law. Because, in brackets, for many member states, EU law has a much greater force within national legal systems than most of other international treaties. Das ist einfach nur Scheiße, die hier steht. Und man kriegt einfach nur das Kotzen, wenn sowas publiziert wird. Indeed, there is an important debate as to whether EU law can still be regarded as a form of international law at all, or whether it has become sui generis, in brackets meaning in a class by itself. Das ist wirklich sui generis, und zwar so dermaßen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Sui generis ist das Letzte, was man bei der Gesetzgebung will. An der Stelle kann man auch direkt sagen, ich berufe mich auf den lieben Gott. Und dann ist man ganz schnell beim bekloppten Papst. Over the years, EU law has not just widened its... Over the years, EU law has not just widened its material and territorial scope, but it has also developed a complex institutional framework for the adoption and enforcement of its law, establishing both a political and judicial system to that end. Jetzt kommt's. Like any complex legal system, ein komplexes System von Juristerei, das ist das, was angestrebt wird. The EU has developed basic principles that govern the application of that system as well as rules which govern its administration. One of these key principles is the requirement to protect human rights. Which has become increasingly important as, in brackets for example, brackets close, EU law concerns itself with more issues. In brackets
for example, criminal law and asylum, brackets close, that impact upon civil liberties. Was jetzt die Menschenrechte mit Strafrecht und Asylrecht zu tun, also beim Asylrecht. Asyl braucht man, wenn man seine Menschenrechte in einem Land nicht bekommt. So, das verstehe ich, und Strafrecht hat damit gar nichts zu tun. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist mir zu weit. Also irgendwie hat das alles, was miteinander zu tun ist, ist ja ein Rechtssystem. Oder wie es hier heißt, Legal System. Aber, boah. Ich finde diese Argumentation schon so dermaßen daneben, das kann man sich gar nicht mal vorstellen. And the EU has austerity policies, in brackets indeed, to address the economic and financial crisis linked to EMU. Das ist die European Market Union, habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. GEC und European Monetary Union, das ist genau nicht Market. European Monetary Union, deshalb habe ich noch nachgeguckt, weil ich mir das nicht richtig gemacht habe. Wie gesagt, an der Stelle wurde Souveränität im Währungssystem abgegeben. Ich weiß, dass es in Deutschland so ist, dass es schon immer eine unabhängige Bundesbank gegeben hat. Für Deutschland hat sich kaum was verändert. Es wird immer noch in Verhandlungen mit der Weltbank von einer unabhängigen, ja, von einem unabhängigen öffentlichen Körperschaft geregelt. Und das war früher die Bundesbank und jetzt ist es die Europäische Zentralbank. Deshalb in Deutschland hat sich mit der Einführung des Euros gar nichts geändert. Für Deutsche, die waren das schon gewöhnt, dass das so abläuft. Deshalb sind die auch so gut damit zurechtgekommen. Deshalb hat es auch aus deutscher Sicht auch Sinn gemacht, sowas wie die European Monetary Union einzuführen. So. In Frankreich war das anders, deshalb haben die mit der Europäischen Zentralbank auch größere Probleme. Habe ich die Diskussion auch so ein bisschen mitbekommen. More broadly, the constitutional and administrative law of the EU has a whole raises as a whole war. Ich reg mich zu sehr auf. More broadly, the constitutional and administrative law of the EU has a whole raises questions about the nature of national sovereignty, sovereignty in the EU legal orders and the EU's fidelity to basic constitutional principles such as separation of powers. Das ist die Gewaltenteilung. Wenn man das ganze EU-Law nennt, geht die nämlich flöten und es ist so dermaßen zum Kotzen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. This raises even more fundamental questions. Does the EU have a constitution following, jetzt gibt es schon eine europäische Verfassung, following the demise of the constitutional treaty? Der Gründungsvertrag wird jetzt schon Verfassung genannt. And if so, what sort? How does the EU's special brand of constitutionalism accommodate uniformity and diversity, as well as the role of the center and that of national and subnational actors?
This has led to an increasingly sophisticated debate about the role of multi-level governance, was auch immer das ist. In brackets, the idea that there are various interacting authority structures at work, brackets close, within the EU. Wenn ihr es wirklich so machen wollt, kriege ich immer noch das Kurze. But it also raises questions as to how the EU relates to other major international bodies outside its own sphere of influence. The United Nations, in brackets UN, is a prime example, as featured in the terrorist asset freezing cases. How open can and should the EU be to these external bodies? So, an der Stelle kann ich einfach nur sagen, diese externen Bodies interessiert die EU hoffentlich einen Scheißdreck. Die UN funktioniert mit Nationalstaaten und nur mit Nationalstaaten. Wenn da ein EU-Vertreter auftaucht, sollte man ihm die Fresse polieren und in den Hudson River werfen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. So, damit bin ich mit diesem Abschnitt fertig und höre auf zu reden. Tschüss.